In diesem Video geht es um Symmetrieeigenschaften von Funktionsgraphen ganz rationaler Funktionen. Ich habe bereits ein Video zu diesem Thema aufgenommen, das aber sehr ausführlich geworden ist und damit auch sehr lang. Deshalb hier einmal eine Kurzfassung. Wir werden uns zwei Symmetrieeigenschaften anschauen. Einmal die sogenannte Achsensymmetrie. Das bedeutet, wenn wir ein Objekt an der Symmetrieachse spiegeln, ändert sich unser Objekt nicht. Hier ein Beispiel aus der reellen Welt. Und die zweite Symmetrieeigenschaft, die sogenannte Punktsymmetrie. Wenn wir ein Objekt um den Symmetriepunkt drehen, um 180 Grad. Auch da erhalten wir einen Gegenstand, das sich nicht verändert hat. Hier zwei Funktionsgraphen, einmal hier in Blau ein Graph, der achsensymmetrisch ist, und in Rot ein Graph, der punktsymmetrisch ist. Ich habe zwei ganz rationale Funktionen mitgebracht, deren Graphen die gewünschten Eigenschaften haben. Einmal die Funktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich x Quadrat und einmal die Funktion g mit der Funktionsgleichung g von x ist 1/2 x hoch 3. Wir schauen uns zuerst eine Wertetabelle an, die zu der Funktion f gehört. Und zwar haben wir folgende Argumente, also das, was wir für x einsetzen, minus 2, minus 1, minus 0,5, 0, 0,5, 1 und 2. Die Argumente sind so gewählt, dass wir einmal die 0 mitgenommen haben und dann die Argumente, die sich durch das Vorzeichen hier unterscheiden. Wenn wir uns die zugehörigen Funktionswerte anschauen, sehen wir, dass wenn sich die Argumente nur durch ein Vorzeichen unterscheiden, zum Beispiel hier 0,5 und minus 0,5, durch das Quadrieren das Vorzeichen wegfällt und wir bekommen an den Stellen die gleichen Funktionswerte. Und das gilt jetzt sozusagen für alle x. Also wenn ich 1 quadriere, bekomme ich das gleiche wie wenn ich minus 1 quadriere. Oder wenn ich die 2 quadriere, bekomme ich das gleiche wie wenn ich hier minus 2 quadriere, also die 4. Da es allgemein gilt, kann ich einfach schreiben, dass die Funktionswerte an der Stelle minus x den Funktionswerten an der Stelle x entsprechen, was wir hier als f von minus x gleich f von x kurz schreiben können. Ähnliches machen wir jetzt für die Funktion g. Auch hier ausgewählte Argumente und die zugehörigen Funktionswerte. Auch hier gucken wir uns Argumente an, die um die 0 von der 0 gleich entfernt sind. Also einmal die 0 selbst, 0,5 und minus 0,5, 1, 2 und dann die Werte mit den negativen Vorzeichen. Wenn wir uns hier die Funktionswerte anschauen, wenn man jetzt einfach hier 1/2 x hoch 3 als Vorschrift anwendet, sehen wir, dass wenn wir ein negatives von der 1 einsetzen, bekommen wir einen Funktionswert, welcher sich auch hier durch ein Vorzeichen unterscheidet. Und auch das gilt für alle Argumente aus dem Definitionsbereich von g, dass wenn wir das Vorzeichen des Argumentes ändern, sich das Vorzeichen des jeweiligen Funktionswertes ändert. Und auch das kann man allgemein hinschreiben für alle Argumente bzw. Funktionswerte. Wenn ich das Negative von einem Argument einsetze, bekomme ich das Negative von dem Funktionswert, kurz g von minus x ist gleich minus g von x. Diese beiden Gleichungen werden wir auch direkt für die Definition der Eigenschaft achsensymmetrisch bzw. punktsymmetrisch verwenden. Und zwar, eine Funktion f heißt achsensymmetrisch bezüglich der y-Achse bzw. gerade, falls für alle x aus dem Definitionsbereich, also alle Argumente aus dem Definitionsbereich, folgendes gilt. F von minus x ist gleich f von x. Und die Eigenschaft punktsymmetrisch, eine Funktion f heißt punktsymmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs, beziehungsweise sagen wir auch dazu ungerade, falls für alle Argumente aus dem Definitionsbereich von f folgendes gilt. F von minus x ist gleich minus f von x. Hier dieses bezüglich der x-Achse oder bezüglich des Koordinatenursprungs habe ich ausgegraut hingeschrieben, weil wir oft es abkürzen werden und einfach achsensymmetrisch für bezüglich der y-Achse meinen werden. Also achsensymmetrisch
reicht, wenn wir die y-Achse als Symmetrieachse meinen, beziehungsweise punktsymmetrisch, falls wir als Symmetriepunkt den Koordinatenursprung meinen. Sollte es sich um einen anderen Punkt handeln oder eine andere Achse, muss die dann explizit erwähnt werden. Wie man diese Eigenschaft bei ganz rationalen Funktionen nachweist, würde ich gerne an drei Beispielen zeigen. Und zwar starten wir mit der sogenannten Achsensymmetrie. Wir haben eine Funktion f, die folgende Funktionsgleichung hat. F von x ist gleich 4 mal x hoch 6 minus 42x² plus 8. Wir gucken uns an, was f von minus x ist. Das ist nichts anderes als minus x in diese Gleichung einzusetzen. Das wäre das hier. Und bei dieser Funktion passiert Folgendes. Wir haben x, das nur gerade Potenzen hat. Einmal x hoch 6, einmal x Quadrat und hier 8 mal x hoch 0 im Prinzip. 0 ist auch eine gerade Zahl. Das bedeutet, überall, wo ich jetzt minus x potenziere, fällt dieses Minus-Vorzeichen weg. Durch das Quadrieren wird Minus zu Plus, sodass wir aus diesem Ausdruck 4x hoch 6 minus 42x² plus 8 haben. Und das hier ist exakt das gleiche wie hier und damit f von x. Wir haben jetzt eine Gleichungskette. F von minus x ist gleich f von x und dann können wir einfach schreiben, f von minus x ist gleich f von x und damit ist f gerade. Also es liegt eine Achsensymmetrie bezüglich der y-Achse vor. Für die Punktsymmetrie habe ich folgende Funktion mitgenommen. G mit g von x ist gleich 2 mal x hoch 5 minus 11 mal x hoch 3 plus x. Und auch hier gucken wir uns an, was g von minus x ist. Und auch hier setzen wir einfach da, wo überall x steht, ein minus x ein. Dann sieht das Ganze so aus. Die Funktion g hat wiederum eine Eigenschaft, dass bei den Potenzen von x nur ungerade Zahlen vorkommen. Wir haben einmal die 5, 3 und da, wo x alleine steht, haben wir im Prinzip x hoch 1. Und wenn wir diese Potenzen ausrechnen, ist minus x hoch 5 das gleiche wie x hoch 5 mit einem Minus, Vorzeichen, Minuszeichen davor. Das bedeutet, aus 2 mal minus x in Klammern hoch 5 ist minus 2 mal x hoch 5. Aus dem hier wird plus 11x hoch 3 und aus plus minus x einfach minus x. Hier klammere ich ein Minus aus und in der Klammer erhalten wir das gleiche wie in dem Funktionsterm. Damit ist g von minus x nichts anderes als minus g von x. Und damit habe ich die durch die Gleichungskette folgende Eigenschaft gezeigt. G von minus x ist minus g von x. Damit ist g eine ungerade Funktion. Das bedeutet aber nicht, dass ich die ganz rationale Funktion in gerade und ungerade Funktionen aufteilen lassen. Es gibt nämlich Funktionen, die weder das eine noch das andere sind. Und das ist auch die Mehrheit. Und auch hier gucken wir uns eine Funktion an, die weder symmetrisch bezüglich der y-Achse ist als Achsensymmetrie, beziehungsweise die nicht punktsymmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs ist. Ich nehme hier die Funktion h mit h von x ist gleich x hoch 3 plus 2 mal x². Wenn ich hier nämlich minus x einsetze, bekommen wir minus x hoch 3, minus x in Klammern, plus 2 in Klammern minus x hoch 2. Wenn wir die Klammern fallen lassen, erhalten wir minus x hoch 3 plus 2 mal x Quadrat, weil durch das Quadrieren hier das Minuszeichen weggefallen ist. Und wenn man sich das anschaut, haben wir eine Ungleichheit bezüglich dem, was h von x wäre. Hier unterscheidet sich das Ganze durch das
Pluszeichen an dieser Stelle. Und es ist auch ungleich minus h von x. Wir haben ein Minus hier vorne, aber ein Minus anstatt des Plus an dieser Stelle, sodass h von minus x weder h von x ist noch minus h von x. Das bedeutet, insgesamt liegt keine Achsensymmetrie und Punktsymmetrie vor. Wir sagen, h ist weder gerade noch ungerade. Bei den ganz rationalen Funktionen kommt es wirklich auf die Exponenten an. Wenn wir nur gerade Exponenten haben, werden aus den minus x einfach x gemacht. Und wenn wir nur ungerade Exponenten haben, können wir dieses Vorzeichen in jeder Potenz quasi nach vorne ziehen, sodass entweder die Achsensymmetrie bzw. die Punktsymmetrie vorliegt. Wenn wir unterschiedliche Potenzen haben, liegt keine Symmetrie-Eigenschaft vor bei den ganz rationalen Funktionen. Und das würde ich gerne hier als einen Satz formulieren. Sei f eine ganz rationale Funktion, dann erstens, f ist genau dann eine gerade Funktion, wenn der Funktionsterm f von x nur gerade Exponenten enthält. Und zweitens, f ist genau dann eine ungerade Funktion, wenn der Funktionsterm f von x nur ungerade Exponenten enthält. Und mit Hilfe von diesem Satz können wir direkt sagen, welche Symmetrie-Eigenschaft vorliegt, wenn sie überhaupt vorhanden ist. Wir können uns einfach nur auf die Exponenten berufen. An dieser Stelle werde ich diesen Satz nicht beweisen, das dauert viel zu lange. An dieser Stelle würde ich dann auf das andere Video verweisen.